Ja, schon merkwürdig, dass man bei jedem Spielstart die Augen zukneifen muss. Aufgrund, weil zuerst ein weißes Bild kommt. Die sollten das vielleicht mal im Dunkelmodus ändern. Ja, willkommen zurück bei X4. Jetzt haben wir gar nicht geguckt. Der Ton wird mal kurz verschwinden. Der Ton wird kurz wiederkommen. Dann wird der Ton kurz wieder verschwinden, weil wir müssen mal gucken, welcher Teil das überhaupt ist. Teil 32. Also, willkommen zurück bei X4. Zur Folge 32. Spiel laden. Oder können wir direkt den nehmen? Wir laden vorsichtshalber. Das hat Safran Cochrane gesagt. Nee, das war nicht Safran Cochrane. In Star Trek 4 war das, 7 war das. Der Bösewicht sozusagen. Kurz bevor das Sonnensystem zerstört wurde. Das hat er zu Picard gesagt. Treffen der Generation, genau. Star Trek 7. So, wie nicht anders zu erwarten, sitzen wir natürlich wie immer in unserer Katana. Wir verlassen unsere Schemlich-Ecke. Die Tante Katana. ärgert sich wahrscheinlich immer noch, dass sie nicht da auf dem Sitz setzen kann. Jetzt müssen wir es mal gucken. Also, wir befinden uns hier in Hevers Zwilling 1. Wir wussten gar nicht, dass wir hier ein Ziel hatten. Ehestreit, wie weit ist das weg? Ach ja. Wir wussten gar nicht, dass die Zahl. Wollten wir gerade sagen. Ist ja gar kein Ablaufzeitpunkt. Auch hier in den ganzen Dingern nicht. Nirgendwo ist ein. Ach, mit der Taste hoch geht's gar nicht. Okay. Aber hier ist ja nirgendwo. Ein Timer, der abläuft. Wo man. Nur eine gewisse Zeit hat. Achso, wir müssen erstmal weg hier. Weil hier noch andere Schiffe docken wollen. Wo sind wir denn überhaupt? Da unten. So, dann dock mal ab und flieg mal hier hin. Das Schiff wird bald abdocken. Och, Leute. Wir hingehen. Kann ich helfen? Ja, das Schiff wird sofort abdocken. Mann, 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 Mann. Kann ich helfen? So, Inventar her. Oh, ducken wollten wir nicht. Rückwärtsgang rein. So. Hier wollen noch andere Schiffe docken. Daher fliegst du hier hin. Lahme Ente. Warte mal, der kann hier runter. Hört sich schon komisch an, wenn das Schiff in den Reisemodus geht. Rapp. Hauptsache, der kriegt den hier unten mit. So, wollen wir mal den Rest von Hevers Zwilling 1 aufdecken? Das sieht so aus, wenn man sich das anguckt, wenn man durch das Tor springen will, dass man direkt durch die Planeten muss. So, wir segeln aber weiter. Hier scheint es ja gar nichts zu geben. Eine Station hier mit einem Loch. Hier zwei Löcher und zwei Stationen. Irgendwann sind dann drei Löcher und drei Stationen und hier dann vier Löcher und vier Stationen, oder? Die kommen auf Ideen. Kurz
Achso, wir sollten vielleicht mal hier das hier noch aufmachen. Und dann den hier. So, einmal. Kannst du ein bisschen höher? Noch höher, ja. Nein, du sollst nicht durch die Autobahn fliegen, sondern manuell hierhin fliegen. Wie soll man sonst das Ding hier aufdecken? Och Leute. Sei nicht so kleinlich. Geht doch. So, währenddessen der jetzt da versucht, die Felder aufzudecken. Stimmt ja, wir haben ja hier noch ein paar Schiffe, die ein bisschen hin und her fliegen wollen. Hier steht zumindest einer. Der möchte hierhin zurück. Der möchte ein paar Satelliten kaufen. Und den Flug. Übrigens, wir beginnen mit, mit dem abzüglichen Preis der Satelliten. Wir haben nicht mehr drauf geachtet, aber knapp 111 haben wir, glaube ich, gehabt. So, hier ist noch einer. Der will dann hier runter. Und das gleiche machen. Oh. Der Preis ist hier unverändert. Guten Flug. Was gehen wir runter auf 104 knapp. Wie gesagt, in der letzten Folge sagten wir, die 100 Millionen unterschreiten wir nicht mehr und das bleibt bis jetzt dabei. Es sei denn, wir kommen vielleicht irgendwann mal in den Genuss, uns ein neues Schiffchen zu holen. Hier. Was vielleicht doch ein bisschen geiler ist als die Katana. Aber bis jetzt sieht es danach nicht danach aus. Du kannst ein bisschen nach da und weiter hier runter. Und dann musst du wieder hier hoch. Ich noch ein bisschen weiter, damit du diese Ecke hier auch noch hast, die hier. Hast du ihn? Oh. Ob er das schafft? Eine bewohnte Welt mit Ring. Ja, das ist ja was. Was ist hier? Was soll das hier jetzt? Sind hier ein paar Punkte verschwunden? Sowas. Jürgen haben einzeln. Noch ein Stück und noch ein Stück. So, der letzte Graue muss auch aufgedeckt werden. Ja. Ja, man kann sagen, hier gibt es eigentlich gar nichts. Hier ist noch ein Loch. Und eine Station. Die Frage ist, wo geht das Loch hin? Das sollte uns erstmal egal sein. Wir sollten so langsam mal die Liste hier mal kleiner kriegen. Polizeileiten? Könnte sein. So, vorbereiten zum Löschen. Jetzt löschen. Jo, jetzt fliegt er durch. So, der kann dann schon mal in den Eimer. Jo.
So, dann kann der auch schon mal in Eimer. Lech. Ja, geht trotzdem. Weil es ja die gleiche Stelle, die anfliegt. Wäre natürlich wirklich merkwürdig, wenn er wirklich für diese kurze Strecke, wollte man gerade sagen, wirklich den Highway anfliegt. So, den lassen wir den jetzt noch überbrücken. So. Dann ist wieder zurück. Jetzt die, das hier wieder auf. Ganz rauszoomen. Jetzt gucken wir erstmal nach, welches davon am nahesten ist. Ja, schön. Wir sehen nichts. Den Weg frei machen. Sehen wir auch nichts. Wartet. Das ist hier direkt. Okay. Würdest du den mal einlassen? Ist aber gar nicht. Also da will er, dass wir hier... Ach, wir sollen hier was kaputtballern, alles klar. Erwarte Befehle. Ja, Abflug. Dann verlassen wir den düsteren Saloon hier wieder. Hier gibt es ja wirklich so gut wie nichts. So, mal gucken, ob die beiden Schiffe, jetzt machen wir das hier zu, ob die beiden Schiffe schon ihre Ziele erreicht haben. Das war einmal hier. Oder? Wer macht nichts? Was wäre, wenn du hier rüberfliegen würdest? Wäre das, würde das auch was bringen? Ja, würde was bringen. Gut. Dann haben wir eine kürzere Strecke. Schon merkwürdig, ja? Zur Einkaufsliste hinzufügen, obwohl wir verkaufen. Und da ist Loch. Ja. Yeah. Erreiche System, Dreieinigkeit. Ja, wenn die 30 einig sind, warum nicht? Ein Transportkorb, was wollt ihr da? Beschaffe zwei Meride. Mhm. Beschaff die mal schön selber. Cream, hier müssen wir ein Schiff begleiten. Genau, Bergbauschiff. Ja, damit. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Ja, so nett ist nur unser Schiff. Der will auch zwei Marine haben. Das Bergbauschiff ist da oben, alles klar. Aber erstmal müssen wir ja noch den Weg freimachen. Oh, und da der Knotto zu blöd dafür ist, müssen wir das selber machen. Katana. Genau. So, Platz da für den Mazda. Ma'am. Weg da. Unser Topf. So. Alles klar. Unbekanntes Objekt. Ja, die Mine ist ja sowas von unbekannt. Ach. Hat noch gereicht. Wir schätzen mal dieses hinterm Loch. Also einmal dran vorbeiziehen. Ja gut, dann nehmen wir die hoch. Unbekanntes Objekt. Kann man durchs Loch schießen? So wie es aussieht, ja. Nee, da. Wenn wir jetzt feuern, würden wir auf den Rieg schießen. Nee, lieber nicht. Die Mine ist aber wirklich nah dran. Ja. Runter? Freund-Feind-Mine. Oh. Unbekanntes Objekt. Ach, 6 Kilometer. Na, da treffen wir den noch nicht.
Das war's schon. So, jetzt wieder auf mit dem Mist. Der Ehestreit ist weit weg, den wollen wir noch nicht. Die gestandeten Piraten sind auch hier ganz hinten. Minenräume und Räumendienst, ja. Auf aktiv. Jetzt sind wir die ganze Zeit im anderen Spiel unterwegs gewesen und mussten wir lieber überlegen, wie hier die Steuerung ist. Einmal durch. Schön drauf bleiben. Wieso sind wir so langsam? Das hat die Autobahn, oder nicht? Sind wir nicht richtig drauf gewesen? Jetzt geht's ab. Na, geh, mal sagen wir doch. Quim? Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Kormoran, Angreifer. Da sollen wir ja nur Minen kaputtballern, da brauchen wir kein Schild. So, erstmal die Mine, die ganz nah am Schiff ist. Unbekanntes Objekt. Die ist sogar schon in Schussweite, oh. Gerade so, hä? Einfach die Waffen anlassen. Das war's schon. Danke für Ihre Hilfe. Rechnung kommt später. Dann weiß ich schon. So, nächster. Schon schrumpft die Liste wieder. Das müsste... Ehestreit ist auch so weit weg, an der gleichen Stelle. Brisante Bilge. Das Bergbauschiff, das ist hier. Okay. Das können wir wieder mit dem NPC machen lassen. Gestandete Piraten, da müssen wir Minen abballern. Da müssen wir auch Minen abballern. Beides an der gleichen Stelle. Gut. Mal gucken, welcher ist näher. Okay, die schießen wir zuerst da die Minen ab und danach da. Wir müssen die Liste mal wieder kleiner machen. Highway, Offiz Center Alpha. War das nicht eigentlich so, dass der Highway, den wir jetzt gerade anfliegen, also der linke sozusagen, dass der in diese Richtung führt? Und der rechte, genau, der ist aus der anderen Richtung. Das heißt, wir müssen unser Schiff drehen. Dann können wir auch hier lang fliegen. Durch das Loch müssen wir. Jetzt machen wir sozusagen mal wieder ein bisschen was selber, weil dafür der NPC zu blöd ist. So, Schiff hochreißen, genau. Und sind wir wieder rausgetragen worden. Und wieder drauf auf dem Highway. Und nochmal drauf auf dem Highway.
Oh, wir sind erreiche System. Profit Center Alpha. Wir sind unter dem Highway, oder was soll das jetzt werden? Aha. Geht ganz schön ab, das Ding. Aber warum bremst er jetzt? Nur weil da ein Loch kommt? Blitzen die da, oder was? Oh, wir driften ab. Was denn nun? Wieso zeigt der Pfeil jetzt da lang? Erreiche System. Stiller Zeuge. Wir müssen doch da lang? Was denn jetzt? Hier hat doch irgendwer gequiemt. Oh, wir sind vom Kurs abgekommen. Oder er sagt vom Highway. Na, dann bin ich ja drauf da. Och. Das hat die Steuerung immer erst hier einschalten müssen. Na, der dreht sich aber, hm? Wir schätzen mal, selbst hier funktioniert die Physik nicht richtig. Wenn wir den Asteroid irgendwie anstupsen oder so, dass er dann die Rotation irgendwie anders macht. Wie es ja eigentlich normalerweise sein sollte. Na, wieder genau drauf gekommen. Und durchs Loch. Ups. Boing. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Das ist ja mal eine ganz schöne starke Nähe zu dem Planeten, ne? Verlasse den Highway. Das Korrupte ist ja halt, man kann den nicht so genau verlassen. Weil wir ziehen zwar schon nach oben. Dann müssen wir das eher machen. Jetzt krachen wir auf der vorne vor. Eigentlich haben wir gedacht, dass wir da reinkrachen. Oh, wir sind schon richtig. Sonder, Gas, Angreifer. Ich schätze mal, der riecht nicht besonders gut. Na, die Ringe hier sehen ja fast aus wie beim... Wie beim Saturn, ne? Was soll das sein? Okay. Da muss einer mal ein bisschen bremsen. Unbekanntes Objekt. War ja einfach. Danke für Ihre Hilfe. So, jetzt kommt noch der Eheschein. Erstmal wie weit weiter. Was? Oh. Minenzerstörer. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Das ist direkt hier um die Ecke. Minotauros. Oh, so Angreifer. Ist das Licht. Die sollten sich vielleicht mal ein paar Türme zulegen. Und mit den Türmen dann die Minen wegballern. So kann man sich schön langsam ranpirschen. Unbekanntes Objekt. Die armen Minen, die dürfen jetzt ihren Job nicht erfüllen. Hm.
Danke für die Hilfe. So, ein Minenauftrag war da noch. Der Ehestreit hier. Nee. Achso, Leertaste. Highway, Argon Prime. Eigentlich war das die Taste, um das Schiff in eine bestimmte Richtung zu rollen. War das jetzt hier? Ach, hier war das. Wie rum zischt der nun? So rum oder so rum? So wie es aussieht, so rum. Speichern. Nicht vergessen. Erreiche System Argon Prime. Ja, jetzt fliegen wir uns hier mal die Auto. Gucken wir uns mal die Autobahnfliegerei an. Erreiche System. Weiter Kontakt. Sieht cool aus, hä? Und so kann man auch bremsen. Drill, Mineralien, Verteidiger. Naja, sind ein paar Gramm Schild weggegangen. Das ist ein Signal, dass er. Ein feindliches Schiff ist, bringt gar nichts, wenn das auf dem Radar nicht angezeigt wird. Man, gut, dass wir deswegen auch keine Minenaufstellaufträge annehmen. Da kommt einer zu schnell rein. Wir sausen mal durch. Sonst kiefern die nämlich alle ab. Na, machen wir einmal von der anderen Seite. 15. Freund, Feind, Mine. Woher weißt du das? Vier geschlagen, weil das Schiff mit Schrott ging. Okay. Naja. Halt. Das nehmen wir noch mit. Schnabel. Das hat so stark geblendet, dass er die Nachricht nicht sehen konnte. Was ist denn das Rote da? Das ist doch ein Gegner, oder? Aber der scheint weit weg zu sein. Da. Da unten. Beschützer. Der beschützt nicht mehr lange. Der bräuchte jetzt selber Schutz. War da was?
Game over, du Stück Schrott. Welchen Kampf? Das Schiff ist schon Müll. Ist hier noch mehr los? Nö. Ist bescheiniger. Aber wir sehen keinen. Der hier. Das Schiff. Danke für Ihre Hilfe. Leicht in diese Richtung drehen. So, jetzt müssen wir eigentlich direkt drauf zugucken. 30.000 gekriegt, naja. Nee, war die falsche Richtung. Also so rum. Das ist ein Transport. Die Leere. Oh. Die Leere kennen wir schon. Was ist das hier? Wir wollen aber hier hin. Wir fliegen einfach mal ein paar Meter. An dem Sprungtor fliegen wir nämlich jetzt vorbei. Das System, die Leere, kennen wir ja auch. Nee, da wollen wir nicht hin. Wieso fliegt denn unser Schiff seitwärts? Da wollen wir hin. Einmal danach dahin. So, jetzt müsste es irgendwo vor uns sein. Da, wo der Stern blendet. Sind wir richtig ausgerichtet? Nö, überhaupt nicht. Wir müssen das Schiff einmal um 90 Grad nach links, nach links drehen. Verpiss dich. Jetzt besser? Hä? Wir drehen unser Schiff nach links. Sind wir falsch rum oder was? Jetzt müssen wir einmal das Schiff um 180 Grad drehen. Das ist Beschleuniger, unbekannter Sektor. Meinen wir doch. Da war doch was. Das Merkwürdige ist halt, dass hier das Boosten Schutzschildenergie kostet. Das ist völlig unlogisch, sowas. Wieso gehen die Schilde runter, wenn man Gas gibt? Hat er jetzt aber eilig. So, rein ins Loch. Weg, sind wir. Erreiche zweiter Kontakt 7. Zweiter Kontakt 7. Wie viel gibt's denn davon? Okay. Einen neuen Sektor gefunden. Aber der interessiert uns eigentlich noch gar nicht. Da fliegen wir wieder raus. Erstmal raus aus der Karte, aufstehen, aufstehen. Rückwärtsgang rein. Nochmal Minen kaputtballern. Ma'am. Wir können uns eigentlich gleich wieder hinsetzen. Ja, mach dich weg. Moral fast 5. Nicht schlecht. Ja, hinsetzen? Eieieiei. Okay. Wir haben zwar gerade eben nichts gemacht, aber egal.
Ja, mach ruhig. Der ist ein bisschen eilig als hier. Beschleuniger. Weiter Kontakt 2. Unruheherd. Oh. Erreiche weiter Kontakt 2. Unruheherd. Ja, vielleicht können wir hier ein bisschen was kochen. Tja, da dürfen wir nochmal Minen beiseite räumen. Bremst mal auf die Latsche. Es kann sein, dass wir hier falsch sind. Sind wir auch. So, sind wir vorbei? Ja. Oh, da hat wohl einer seine Schildwehr. Der ist fast Schrott. So, durch das Loch müssen wir nämlich durch. Das sind die das hier nicht. Hier muss noch eins sein. Wir meiden mal die Autobahn. Weil da kommt man so schlecht von runter. Verschwinde. Nö. So, auf dem Radar sehen wir das Loch schon. Da ist es. Sprungtor, Argon Prime. Guck mal, da ist ein Felsen im Wege. Wir latschen mal so ein bisschen. Einfach rein da. Ups. Erreiche System, Argon Prime. So, jetzt will er irgendwie, dass wir nach... Dass wir nach da runter fliegen. Oder doch das Loch, oder was soll das jetzt werden? Weil die gelbe Linie ist weiterhin auf der Autobahn. Hier ist ein Lämpchen. Eine Stationscan? Mhm. Ja, wir sind schon in der Nähe. Nochmal Minen zerstören. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Ja, aber Rechnung kommt später. Erst machen wir die Minen hier kaputt. Tschüss. Pong. Nennt man das jetzt Autobahnhüpfing? Verlasse den Highway in wenigen Kilometern. Ja, dann machen wir das doch mal. Weil sonst raus wir nämlich vorbei. So, genau das meinten wir. Sonder, Gas, Angreifer. Heute wollen wir mal ein bisschen auf Zack sein, ein bisschen Geschwindigkeit machen, mal ein paar Aufträge hier fertig kriegen. Schön langsam ranpirschen an die Minchen. Mal gut, dass man keine Strafen kriegt, wenn der Auftrag fehlschlägt. Unbekanntes Objekt. Freund-Feind-Mine. Oh. 5 Uhr? Okay. Danke für Ihre Hilfe. So, dann darfst du jetzt weiterfliegen. Und wieder ein bisschen Knete dazu. Ist zwar lächerlich zu zu den Aufträgen, also was wir jetzt immer sonst immer machen mit dem Satellitenhandel. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir sowas überhaupt dabei? Wir haben Satelliten dabei, okay.
Weg da, verpiss dich. Ach, jetzt nicht mehr. Na gut, dann bleib nicht. Ja, schon ist die Liste um einiges kürzer geworden. Highway, Atikvas Entscheidung 1. 1. Wie komisch sie dann manchmal die Zahl ausspricht. Also die Frage ist jetzt, müssen wir durch das Loch da durch oder nicht? Oder müssen wir nach unten hinweg? Wir gehen mal davon aus, dass wir in das Loch rein müssen. Aber sonst müsste der gelbe Strich ja nach unten sein und der ist aber nach oben. Wartet. Ein Satellit aufstellen. Mhm. Ist das hier in der Nähe? Ich wusste, ja, dass ich auf sie zählen kann. Na. Perfekt. Leerer Raum. Das können wir doch mehr nebenbei machen. Hat der NPC mal ein bisschen Pause? Kann er immer aus seinem Handy daddeln da in dem komischen Fahrstuhl? Noch ein Stück und noch ein Stück. Fertig. So, jetzt machen wir den hier aktiv. Wird gleich weiter sausen. Bitte Erlaubnis zum Andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Wir müssen durch das Loch hier fliegen und er leitet uns nach hier hinten. Eieieiei. Zum Minen zerstören müssen wir keine Schilder haben. Hat die Quas Entscheidung. Was für ein Wort. Erreiche System. Hat die Quas Entscheidung. Ja, da fliegen wir auch mal ohne Autobahn hin. Der Stern, der blendet aber. Ja. Zum Stream-Anfang haben wir ja mal was mit Star Trek 7 gesagt. Bei Star Trek 7 hat einer mit einem Torpedo, der sondergefertigt war, auf so einen Stern geschossen. Und da war das Ding Schrott. Dürfen wir das hier auch mal machen? Der blendet dann nicht mehr so. Der Gasriese hier links neben uns, der freut sich dann. Ein schon großes Ding, hä? So, wir müssen jetzt auf die Latsche bremsen. Mit 8000 hier lang. Wo ist jetzt das Loch? Das Loch ist direkt vor uns. Aber wir sehen es nicht. Superhighway. Unbekannter Sektor. Greife an. Warum quiemt der denn hier so häufig? Kannst du behalten? Abbruch. Wir müssen latschen. Seht ihr das Rote da? Das geht ja mal gar nicht. Die 10 an Bord hier eine Station. Das geht ja mal wirklich nicht. Du kannst dich anklicken. Baulager. Ha. Ah,
Was könnte das hier sein? Tja, das kriegen wir nicht kaputt. Na gut. Kann man doch rückwärts boosten? Nee, ne? Jetzt können wir schon wieder das Schiff nicht steuern. Wir können es nicht anvisieren. Da hinten wird gefeuert, so wie es aussieht. Oder ist das eine Leuchtreklame? Feinde sehen wir ja nicht. Superhighway, unbekannter Sektor. Der ist gleich bekannt. Erreiche Atikwas Entscheidung 3. Unbekanntes Objekt. Oh. Tja, da waren wir bei dem Gasriesen gerade ziemlich nah und jetzt sind wir doch schon wieder recht weit entfernt. Vorbei hier ins Loch. Da fliegen wir sowieso gleich wieder durch. Hier quiekt was. Ein Transportkorb und eine Zielscheibe. Der ist der Türmer, jo. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Kriminellen Verkehr, jo. Und du da? Liefere neun Kristallstück. Warten. Du da? Sag Rock. Kristallstück. Haben wir 59 da. Ja. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Ja, so nett ist nur unser Schiff. M? Raus? Aufstehen? Aufstehen? Rückwärtsgang rein. Also irgendwann mal holen wir uns mal einen Hammer und dann legen wir die einfach mal so neben die Tastatur. Immer so zur Ansicht. Wir werden Ihren Frachtraum. Ma'am. Ein Schiffscan? Ja klar. Alles sauber. Sie können weiter. Man, gut, dass wir an den Handelsteilen immer Güter kaufen, ne? Achso. Solange wir docken, können wir mal nachgucken. So, bei den Terlali fehlen uns nur noch 2%. Also zwei Punkte. Damit wir dann da auch die großen Pötte kaufen könnten. Und bei den Agronen fehlen auch nur noch 5. Na ja. Eieiei. Zuerst macht er gar nichts, auf einmal zoomt er sowas von schnell ran. Navigation. Bereite Andocken vor.
Verstanden. Er bitte Erlaubnis zum Andocken. Katana. Erlaubnis erteilt. Bringt das Schiff langsam rein. In Ordnung. So, ihr habt es gesehen an seinen Lippenbewegungen. Er hat befohlen, das Schiff langsam reinzubringen. Obwohl er fliegt. Er fliegt, der Topf hier. Das verstehen wir nicht. Katana. Oh, wir sind schon da. So, Pinkelpause. Wer mal muss, ne? Wer kann gleich mal losgehen? Da oben ist eine Tante. Wollen wir mal gucken, was kannst du denn? Ja, das sind nette Schiffe. Ingenieur, Moral und Pilot. Guten Tag. 1,4 Millionen? Na gut, wir haben es zwar, aber... Viel nee. Glück da draußen. Und dir auch. Können wir danach zum Händlerbereich gehen. Das ist der Vorteil, wenn man sich so umdreht, dass die Tür hinter uns ist. Hallo. Jetzt für Party, ja? Drei. Zwei. 56.000 dazu. Und ohne, dass die Tante ein Wort gesagt hat. Naja. Der hat nichts. Pilot, Moralmanagement. Hallo. Da auf kann man Wiedersehen. Man kann da gar nichts machen, okay. Und der Knotto, der hier an der Seite steht, der sieht schon so leicht zugedröhnt aus, der hat nur hohe Moral und Pilot, mehr hat er nicht. Hallo. Bei dem können wir auch nichts machen. Viel Glück da draußen. Genau. Mach's gut, Kleiner. Die werden wahrscheinlich nicht mehr gern angeheuert. Oder die wollen die Party nicht verlassen. Guck mal, was da steht. Na? Dresche? Kann ich helfen? Vielleicht. Bitte sehr. Hast du vielleicht Agnus-Steaks? Nö. Fruchtsalat? Da nehmen wir dir mal alles ab. Interface-Einheiten, die 10 nehmen wir auch. Das haben wir alles. Bombenwerfer, wissen wir nicht, was wir damit sollen. Erste-Hilfe-Kästen haben wir 10 Stück. Feine Mahlzeiten haben wir 12 Stück. Die Algenbürsten. Ja, nehmen wir deine Tante ruhig alle ab. Kristallstücke haben wir geliefert. Wieso hat er die nicht hier weggeholt? Die haben die doch hier. Wieso? Unverständlich sowas. Der ist wahrscheinlich zu faul gewesen, hierher zu gehen, um die Teile hier abzuholen. Naja. Ist schon eine sagenhafte Zahl, wenn hier 114 Millionen steht, hä? Was gut, Herr Lemmert. Viel Glück da draußen. Die 74.000 oder knapp 75, die merken wir bei der 114 Millionen fast überhaupt nicht. Und wenn man sich das nochmal anguckt, dann denkt man fast, dass die Asteroiden hier auf unser Schiff draufkrachen. Schade, dass man hier nicht reingehen kann. Geht das hier vielleicht? Ja. Na. Dann müssen wir nicht um die Ecke latschen. Nicht, dass sie wieder unser Schiff klauen. Das sieht so aus, als wenn die Rampe nicht ganz auf dem Boden wäre. Okay. So, wir verdrücken uns hier wieder und wollen noch ein paar Minen kaputtballern. Oh, das ist direkt hier um die Ecke. Was gibt's hier noch? Nein. Na gut, dann kann er sich da verkrümeln, das machen wir selbst. Los. Katana. Weg da. Kannst du jetzt mal einen Kaffee holen? Haben wir den Auftrag nicht aktiviert?
Kann ja mal vorkommen. Unbekanntes Objekt. Oh, das ist ja wirklich nicht weit weg. Wie viel sollen wir da zerstören? Nur die beiden? Oder tauchen da noch mehr Minen auf? Weißt du, wir sehen bis jetzt nur gerade mal nur zwei. Da könnten die eigentlich eine Zwille nehmen und einen kleinen Stein drauf schießen. Oh, das ist hinter der Station. Die andere auch. Unbekanntes Objekt. Zwei Minen kaputtballern, das war's. Hä? Halt, da sind Kisten. Container. Wir haben Medikamente eingesammelt, okay. Wollten wir zwar eigentlich nicht, aber egal. Dann können wir die vielleicht irgendwo verkaufen. So, einmal aufstehen. Das müsste es gewesen sein mit den Minen. Rückkehr zum Normali. Wartet mal, hier ist noch eine Zielscheibe. Ma'am. Kriminellen Verkehr beseitigen. Nein, da wird nichts draus. Ja, wollen wir mal den düsteren Salon wieder verlassen. Ach, jetzt können wir uns da wieder hinsetzen. Katana. Du darfst da wieder aufstehen. Wir haben noch was vergessen. Kannst du dir noch einen Hamburger holen? So, diesmal können wir nicht boosten, weil die Lasertürme. Adäquate Entscheidung. Die schießen nämlich zurück. Weil Lasertürme, die abballern, das kann man den Auftrag kann man den NPC geben. Aber der ist zu doof dazu. Der boostet immer drumherum und so weiter. Einfach das Schiff dahinstellen und draufhalten. Das kann er nicht. Und? Naja, so kann man auch ein Raumschiff bremsen. Jetzt kommen wir dem Gasriesen wieder deutlich näher. Wie sich wohl Cassini gefühlt hat, wo er abgestürzt ist auf dem Saturn, ne? Entscheidung. Wieso dreht sich unser Schiff so? Unbekanntes. Ja! Bis wir da sind, haben sich unsere Schilde von schnell vollständig aufgebraucht, Leute. Dieses blöde Schild. Das ist ein Lämpchen. Du da? Finde markiertes Schiff und fliege zu markiertes Schiff. Aha. Nö. War dieser Auftrag? Sensorenbündelfabrik. Ja. Wie jetzt nun? Sensorenbündel, was das auch immer sein soll. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir unsere Fracht loswerden, die wir an Bord haben. Möchte ich jemand Medikamente kaufen? Unbekanntes Objekt. Ja, wir denken mal, etwas mehr als 6.000 wird wohl reichen. Schade, dass die Türme, die oben auf dem Schiff sind, nicht mit dazu benutzen können. Da kommt einer ein bisschen schnell rein. Das ist ein Zweier. Laserturm Mark 2. Du da auch? Ja. Der ist aber näher. Laserturm Mark 1.
feuert hier noch was auf uns zu. Ruhe im Stall. Laserturm Mark 5 2. Und 4, 9. Laserturm Mark 1. Laserturm Mark 2. Der ist hinter, der ist näher. Laserturm Mark 1. Rümstein. Laserturm Mark 2. Die Frage wäre, dieses Mark 2, was bedeutet der Mark? Ich habe jetzt Euro, nichts mehr Mark. Laserturm Mark 2. Komisch, dass er nicht feuert. So, seht ihr, daran wäre der NPC glücklich gescheitert. Welcher ist denn jetzt als nächstes ausgewählt? Ja. Ach, der vor uns ist, okay. Nee. Laserturm Mark 1. Da müssen wir durch die Station feuern. Das war so. Laserturm Mark 2. Und der hier? Laserturm Mark 1. Laserturm Mark 2. Wir schießen erstmal den Zweier ab. War da was? Laserturm Mark 1. Laserturm Mark 2. Welchen hast du ausgewählt? Wo ist er? Ja. Ne, der nicht. Hä? Wie kann man denn sehen, welcher er ausgewählt hat? Da. Ach, auch wieder hinter der Station. Laserturm Mark 1. Laserturm Mark 2. Laserturm Mark 1. Laserturm Mark 2. Ziviles Schiff A. Laserturm Mark 2. Ist auch ein Zweier. Hast du was im Helden hier? Weg da. So, hier müssen wir ein bisschen ausweichen, weil wir sonst auf Teile der Station schießen können. Das wollen wir ja nochmal nicht. Was machst du denn da? Mach dich weg da. Willst du mit uns kuscheln oder was? Laserturm Mark 2. Ja, bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. Ho! 420.000? Nicht schlecht. Und ein Punkt gestiegen. Das war abdrehen hier. Der Stern der Planet ja so dermaßen. Geht ja mal gar nicht. So, jetzt aufstehen. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Wann ist der NPC endlich wieder an hier? Oh, ganz schön kurz geworden, die Liste wieder. Hm? Ma'am. Also, wir haben den Befehl noch drin: andocken und warten. Wo andocken? Wir nehmen den mal weg, mal sehen, was er macht. Wir haben neue Befehle. Navigation. Fliegen Sie zur folgenden Position. Wer will da andocken? Nö. Alles schmeißen. Wo sollen wir da andocken? Da waren wir doch schon. Okay. Bergbauschiff eskortieren. Das kann er machen. Oh, das sind ein paar Meter. Es ist blöd, dass man das nicht direkt in der Kugel machen kann. Man muss extra woanders hinklicken und den Pfeil dahin ziehen. So, währenddessen können wir die anderen Schiffe wieder handeln, fliegen lassen. Angriff auf Nein. 42? Na dann mal her damit.
Und hier? Naja. So, 114 Millionen haben wir vorher gehabt, jetzt haben wir knapp 108. Weil wir jetzt ja 150 Satelliten kaufen. Managier? Wie viele denn? Wir brauchen also eine Person, die Manager und Moral 1 haben. Nö. Wie kann man den Leuten... Oh. Management beibringen. Jetzt fliegt der rückwärts auf Autobahn. Mhm. Wir machen es mal anders. Wir machen einen Test mit einem anderen Schiff. Mit der Katana hier. Weil die Leute sind ja alle dämlich. Die können ja noch nichts. Also nehmen wir ruhig mal jemanden, der ein bisschen schlauer ist. So, der Management... Der hier hat Management nichts. Erreiche System. Stiller Zeuge. Den rufen wir jetzt mal. Kann ich helfen? Zwei. Und nochmal zwei. Zurück. Sechs. Und sechs. Man. Erreiche System. Profit Center Alpha. Management auch? Okay. Oder hätten wir das ja doch annehmen können. Na gut, jetzt, wir haben jetzt zumindest eine Person, die Management hat. So, was willst du? Eigenbürste? Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Moral 1 und Pilot 2. Achtung, Leute! Eieiei, jetzt kommt hier so ein bisschen was dazu. 800.000? Das lassen wir uns doch nicht nehmen. Helfen Sie uns bei der... Achso. Hier. Das ist ja schon fast ein Hungerlohn dagegen. Früher als Neuling, da haben wir uns gefreut, wenn wir 162.000 gekriegt haben. Wollte man gerade sagen, wolltest du mal weiterfliegen? So, der Weber ist ausgewählt. So. Das heißt, der Name des Seminars passt nicht. Ist das nicht normalerweise so, dass er dann sagt, er wartet Befehl? So, dann machen wir den hier mal aus. Dann machen wir den hier nochmal aus. So. Jetzt müssen wir auf Gegner warten. Jetzt müssen wir ihn sozusagen zickzack fliegen lassen, bis ein Gegner auftaucht. Da haben wir noch schon einen. Ersticken Sie am Vakuum. Erst für den Dicken. Den Kleinen kannst du dann immer noch. Das werden Sie bereuen.
So einfach lasse ich mich nicht besiegen. Genau. Danke für Ihre Hilfe. Ha, wieder ein Punkt dazu. Obwohl wir eigentlich gar nichts gemacht haben. Na, den Kleinen wirst du ja wohl nur weghaben. Na, wo ist er? Bereite dich darauf dazu. Wieso hat er jetzt geboostet? Nein, den Dicken. So ist schön. Wenn er jetzt noch die Taste Ö drücken würdest, oder er sagt, oh, zum Container einsammeln, wäre das doch gar nicht mal so schlecht. Oh, dafür sind die NPCs wieder zu blöd. Das war diesmal ein guter Kill. Zweimal Feuer und beide Feinde weg. Den hier ziehen wir mal ein bisschen länger. So, will er hier zum Hamburger hin oder wo will er hin? PA, ja? Machen die da eine Party? Oh, was im Abknattern hat gefunden. Bereite dich darauf vor, vernichtet zu werden. Wie immer zuerst den Dicken. Den Kleinen kannst du danach wegmachen. Gut was ausgehalten. Also bis jetzt scheint es so, als wenn er direkt hier drauf zusteuern würde. Leicht verdiente Knete, sozusagen. Ersticken Sie am Vakuum. Bis jetzt, es scheint da vorbeizuziehen. Oder dreht er jetzt? Du kannst noch nicht so genau sagen. Er latscht, okay. Das heißt, er will hier docken. Das heißt, wir müssen den umkreisen jetzt. Was kann ja sein, dass nochmal einer auftaucht? Das Loch hier scheint noch nicht erforscht zu sein.
Das war's schon. Gut. Also wieder auf. Helfen Sie uns bei der Wasserreinigung. Dann gehen die drei weg. Wir haben neue Befehle. Navigation. Fliegen Sie zur folgenden Position. Verstanden. Na, wo war denn das jetzt? Ach, hier unten. Gute. Hier hoch. Gesichtet. 52 nur? Was wäre, wenn wir das ändern? Da ist der Profit allerdings sehr gering. Erreiche System. Leuchtendes Versprechen. Ein Transportkorb? Ja, genau, haben wir ja auch. Erreiche System. Profit Center Alpha. Ein Transportkorb? Seltene Gewürze. Glaub. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Aber erstmal den hier. So, du da? Hier oben hochfliegen. Oh, fast 70.000. Nicht schlecht. Also merkt euch, Leute, immer beim Händler den Schrott mitnehmen. Zumindest wenn man genug Geld hat. Das tut der Bürste nicht weh. Der Bürste. Wir gucken da unten in die Eigenbürste und sagen dann Bürste. Naja. Also. Kauf beim... im Händlerbereich den Schrott. Der Rucksack scheint keine Begrenzung zu haben. Also mach noch ein paar Trüsch ordentlich rein da. Auch nicht schlecht. So, dürfen wir nochmal Eigenbürsten liefern? Hier ist aber dunkel. Oh, wir dürfen wieder den Generatorraum besuchen. Der sieht so aus, als wenn er überhaupt nicht motiviert wäre. Drei. Und zwei. Na. Und sprechen kann der wohl auch nicht. Aber jetzt kann er den Algen wieder die Haare kämmen. Erst wieder Händlerbereich aufsuchen. So. Hallo. Hi. Kann ich helfen? Du verkaufst uns neue Algenbürsten. Hast du Agnostek? Nee. Nadel und Verbände haben wir. Das heißt, rein theoretisch könnten wir wieder Erste-Hilfe-Kästen herstellen. Aber wozu? Wir haben 10 Stück. Was haben wir denen jetzt gegeben? Weil das... Da gab es wieder Knete. Also von den ganzen Gütern haben wir noch mehr als genug. Wir könnten ja hier nochmal ein bisschen was reinpacken. Weil das ist bei dem hier recht günstig. $117 million und wir müssen 28.000 Löhnen. Guten Profit. War da was? So, sehen wir unsere Katana von hier? Darf man hinlatschen oder
Nö. Wir müssen mit dem Fahrstuhl hinfahren. Warte mal kurz. Delirium können wir weiterhin herstellen. 2 Stück. Erste-Hilfe-Kästen könnten wir herstellen. 6 Stück. Wir könnten Sinza herstellen, was das auch immer sein soll. Wir haben sogar jetzt sogar einen Fluxkompensator dabei. Okay. Wir können sozusagen einen DeLorean klauen. Und dann mal gucken, ob wir in die Zukunft hüpfen können. So, wollen wir wieder rein in unser schönes Schiffchen? Kurve drehen. Katana. Genau. So, jetzt haben wir ja noch ein. Seltene Gewürze. Auf aktiv setzen. Sicherheitscontain. Nö. Ist zu wenig. Warte mal kurz. Der zeigt uns hier nichts an. Ist das in der gleichen Station? Na, dann steigen wir wieder aus. Oh. Und wieder rein da. Diesmal dürfen wir zur Bar. Den Fahrstuhl sollten sie mal leiser machen. Okay, hier gibt's Billardtische. Keine weiße Kugel. Wollen wir mal die Schnecke hier überholen? So werden. Ah. Futter. Du möchtest 3 und dann möchtest du 6 seltene Gewürze haben. Bitte sehr. War ja einfach. Der hat Moral fast 2, Pilot 2. Aber sonst hat er nichts. Guten Tag. Genau. Pilot fast 3, Moral 1. Guten Tag. Ach, wir können bei dir gar nichts machen. Viel Glück da draußen. Ja, dann halt nicht. Und du da? Moral und Management. Was wollen Sie? Gar nichts, okay. Gehen Sie. Sind ja schon weg. Zumindest schöne Farbe hier. Hm, könnte uns gefallen. Schöne Musik. Die Tür ging lautlos auf. So, wieder zurück. Och, fahren wir doch mal nochmal. Wartet mal, der hier scheint näher zu sein. Vielleicht sehen wir dann unsere Katana. Ja, da steht sie. So. Kann ich helfen? Eins. Bitte sehr. Also, Nadel brauchen wir nicht. Hast du Agnostik? Nö. Also wir haben Eigenbürste hergegeben, dann nehmen wir mal ein paar neue mit. Mikrogimbal, ja, können wir auch mal ein paar mitnehmen. Wir wissen jetzt gar nicht, so viele Sachen, die wir gemacht haben, was wir gerade im Verkauf haben. Unkrautvernichter haben die nicht da, okay. Na ja, 37.000. Ist ja nichts. Guten Profit Ihnen. Ja. Unsere knapp 17 Millionen. Zeigen ja, dass wir recht guten Profit haben. Warte mal. Pilotmanagement und Moral. Seien Sie gegrüßt. 3? Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Missionstiefpräparatur. Was sollen wir machen? Datenblick? Nein. 6. Guten Profit Ihnen. Das könnt ihr mal schön selber machen.
So, wieder rein in unser Töpfchen. In die Schämtisch-Ecke. Ihr wisst, was das heißt. Escape-Taste. Spiel speichern. Den da. Speichern. Und dann war's das mit dieser Folge, die schon fast anderthalb Stunden geht. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt X4. Wir vermuten mal mit Folge 33 schon. Zumindest bis dahin.